Guten Morgen aus Potsdam. Mittlerweile wohne ich ein Jahr in meiner neuen Wohnung und es ist wirklich, wirklich überraschend, um nicht zu sagen schockierend, was sich schon wieder alles angesammelt hat. Und ich denke mir, ein Frühjahrsputz ist unbedingt nötig. Ich habe zwar genug Platz, aber es nervt mich, dass schon wieder so viel Zeug irgendwo rumsteht, dass die Regale wieder voll sind. Und ich fühle mich einfach bemüßigt, wieder ein bisschen was zu machen. Ihr seht jetzt hier so einen kurzen Schwenk. Ich richte meine Wohnung auch ständig anders ein. Aber bestimmte Sachen sind halt feststehend, wie da hinten das Küchenteil. Das war vorher in der Wohnung drin. Man hat nicht viel Platz und ich denke mir, ich muss da noch mal ein bisschen was tun, weil ich kann es echt nicht leiden, dass da so viel rumsteht. Klar, es liegt doch ein bisschen an mir, dass ich nicht immer alles wegräume, aber man findet wirklich manchmal nicht den rechten Platz. Und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, heute da noch mal ranzugehen oder in den nächsten Tagen. Das ist mittlerweile jetzt mein Schreibtisch geworden. Ich sitze zwar immer noch recht häufig einfach auf der Couch mit dem Laptop auf den Knien, aber theoretisch soll das mein Schreibtisch sein. Womit ich mich heute ein bisschen beschäftigen will, ist dieses Regal bzw. den Inhalt dieser Vitrine. Ich bin wirklich ein totaler Fan von Bollhagen, habe da also sehr viel, wie man sieht. Das ist nur ein kleiner Teil, den ich da ausgelagert habe. Die anderen Sachen, die ich jeden Tag benutze, die stehen im anderen Regal. Und dann habe ich wirklich merkwürdigerweise so viel Gläser und so viel Vasen. Es liegt auch noch ein bisschen daran, dass ich damals auch viel gemacht habe im Zusammenhang so mit Einrichten und mit Inszenieren von bestimmten Dingen für meine Webseite. Aber jetzt bin ich eher auf der Linie, das bringt zu mir nicht mehr viel. Ich kann mich da auch nicht mit den vielen anderen Bloggern messen. Und ich mag es jetzt eigentlich mehr minimalistisch. Und mal schauen, was ich hier raus tun kann. Ich habe schon sehr viel aussortiert, muss ich sagen, bevor ich umgezogen bin. Also da wird sicherlich nicht so viel rauskommen, aber vielleicht ein bisschen was bei den Gläsern. Und vielleicht kann ich auch noch ein bisschen meine Ordnung ändern. Das würde schon echt nicht schlecht sein. Ja. Also so sieht es im Moment aus. An die Bücher gehe ich auch noch ran. Da habe ich schon angefangen. Da habe ich eine Kiste gemacht mit Büchern, die zu Oxfam kommen oder die ich noch bei Momox verkaufen kann. Das mache ich aber auch nur, wenn es wirklich ein bisschen Geld bringt. Und für 15 Cent die Sachen schmeiße ich entweder in die Kiste für Momox oder für meine Kollegen oder hier im Haus. Weil 15 Cent ist lächerlich. Ja, also so viel dazu. Ich zeige dann auch noch ein Nachher-Video, wenn ich dann soweit bin.